Ja, das ist für alle, die aus dem Dorf entkommen sind. Das ist nicht so einfach da. Ah. Ein paar fiese Jugendliche in der Bushaltestelle rauchen, saufen Korn und trotzen der Kälte. Ereignisse sind hier selten wie Pandas. Das Leben verläuft fast so schnell wie Standgas. Die Kindheit im Dorf war noch so perfekt. Doch heute nehmen alle nur Schorre und Crack. Eigentlich will jeder nur möglichst schnell weg, bevor er in dieser Ödnis verreckt. Eltern trauen sich schon nicht mehr, ihre Kinder zu schlagen, weil sie durch Pestizide zu viele Behinderte haben. Auch Inzucht ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Manch einer sieht aus wie zerfetzt von den Tracker. Sonntags morgen aus dem Bett geschmissen, du musst in die Messe. Doch grüßt du einen Opa nicht, gib's Gehstock in die Fresse. Viele denken, dass es in der Stadt gefährlich ist. Ihr kennt das Dorf noch nicht, denn das Dorfleben ist hart. Nicht viele werden 12 und noch weniger smart. Gefangen zwischen Kirche und Kneipe, nicht viele werden 10, sucht mal lieber das Weite. Denn das Dorfleben ist hart, nicht viele werden 12 und noch weniger smart. Gefangen zwischen Kirche und Kneipe, nicht viele werden 10, sucht mal lieber das Weite. Kühe, Kaninchen, Schweine und Gänse, sie alle ein gemeinsames Ende. Von wegen Christen schätzen das Geben. Die Region ist bekannt für Wurstspezialitäten. Probleme lässt man hier den Metzkörper heben. Blutige Tradition in einer ätzenden Gegend. Der Jauchegestank beißt in den Augen und es nervt den ganzen Tag nur durch Scheiße zu laufen. Überall Kuhfladen, die Rinder schauen Krimis. Sieh zu, wie deine Überlebenschance geschwindet. Die nächste Schlägerei überlegst du bestimmt nicht. Es ist gefährlich im Dorf. Du drehst gerne Block eine lässige Runde. Wer nicht auf Bäume klettern kann, den fressen die Hunde. Sie werden aufgerichtet auf Kinder und Schafe. Sind fast so schlimm wie Rinder und Schafe. Denn das Dorfleben ist hart. Nicht viele werden 6, ich hab's selber gesehen. Denn zwischen Kirche und Kneipe suchen alle Mitte und nur ganz schnell das Weite. Lebensfeindliche Umwelt, Umwälzungen, Fehlanzeige. Du hast die Wahl, entweder leide oder schweige. Ja, am Dorf musst du dich anpassen, sonst werden sie dich ziemlich hart anfassen. Man steht auf Kriegsfuß mit der Außenwelt. Der letzte Besucher ist im Dorfmuseum ausgestellt. Die alten Leute reden grundsätzlich nur Kauderwelsch. Und deswegen gehst du lieber aus der Welt. Entweder angepasst oder ausgestoßen. Was sind schon Haus und Hof, wenn draußen alle doof sind? Lausch bloß nicht. Im Dorf schenken Demagogen, alle tun freundlich und sind extrem verlogen. Überall ist Stacheldraht, selbst an den Gemüsebeeten. Und wehe, werden Grundstücksgrenzen übertreten. Dann kommst du als süßer Regen aus dem Mähdrescher. Und in dem Bett stehen nur noch die Feinde, ein paar Eltern weinen. Wieder ist jemand alleine, denn das Dorfleben ist hart. Nicht viele werden geboren, es ist wirklich so wahr, denn das Dorfleben ist hart, nicht viele werden 6, deshalb seid ihr im Arsch. Oh, ich seh das jetzt hier so richtig, aus dem Dorf, ja, da gibt's kein Licht mehr, nein. Yeah, das Dorfleben ist nicht einfach. Yeah, ein Lichtblick scheint's doch noch zu geben, direkt aus dem Dorf. Yeah.